Ja, hallo und eigentlich mal würde ich sagen, herzlich willkommen zu einem weiteren Skyrim Let's Play und Ich bin auch da. der Floco ist auch da, ja, und ich bin der Benz3 und ich schau gerade, was habe ich da eigentlich jetzt? Einen Jagdbogen habe ich schon, okay. Ja, ich glaube, die habe ich eh schon ausgeraubt und würde mal sagen, wir gehen jetzt auf schnellsten Weg möglichst holen das nach, was ich jetzt zweimal habe. Weil ganz einfach, weil mir das, ich habe zwar eigentlich vorgespielt, aber er hat den Speicherstand nicht gespeichert. Also ich habe zwar gesagt, ich habe zwar voll viele Speicherdinger angelegt und so, aber die sind jetzt alle weg. Ja, ist irgendwie ein bisschen mies, aber egal. Wenigstens kann ich jetzt so mit einer besseren Maus mit dem Pfeil und Bogen schießen und verschieß nicht andauernd meine Pfeile. War nicht da was? Ein Skiefer. Skiefer, so wie ein Schiefer. So, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich das hier jetzt schon zum 50. Mal oder so spiele, kommt hier jetzt gleich ein Typ, den ich aber eigentlich jetzt töten kann, weil ich ja jetzt nicht meine Pfeile sinnlos verschieße. Und ja, wie man sieht, spiele ich hier auch mit einer eindeutig besseren Grafik, was ja auch weiß, weil das ist jetzt wirklich High Definition. Nicht nur so, also ja, daher Auf auch die sehr High Definition. sehr High Definition, genau. Die höchsten Grafikeinstellungen, die man bei Skyrim spielen kann. Und es ist soweit. Hier ist er. Ich weiß das schon. Okay. Anscheinend will er die Ego-Perspektive nicht. Naja. Ja. Gut. Dann eben so. Schleichen. Schleichen. Okay, Schleichen ist noch nicht richtig eingestellt. Steuerung. Steuerung. Schnelles Speichern ist auf Caps und Schleichen ist auf Shift. Ach, ich liebe diese Einstellungen einfach. Sie sind einfach so toll. So, speichern. Und speichern. Und jetzt nochmal schnell speichern und schleichen. Und ich kann leider nicht mit Ego-Perspektive schießen. Ich sehe dich nicht, Mann. Ich würde jetzt echt gerne mit Ego-Perspektive spielen, aber anscheinend geht das nicht. Au, wir sollten Waffe wechseln. Irgendwie was Nahkampfmäßiges. Wie wäre es mit dem Stahldolch? Genau, so machen wir jetzt fertig mit einem Ist Stahldolch. auch super stark. Ja, ich würde sagen, wir nehmen die Eisen. Da ist die Axt nichts dagegen. Uah, zack. Ja, Dingern, ja, kann ich auch. Eine Fackel! Nehmen wir die Fackel und das Gold und die Pelzrüstung brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Wie sieht es denn bei mir aus? Ich habe eine beschlagene, genau. Gut, dann Pelzstiefel brauche ich auch nicht, weil die haben eine 6 Rüstung. Und einen Eisenpfeil nehme ich natürlich mit. Stahlschwert nicht und den Eisendolch auch nicht. Und weiter geht's. Warum genau gehen wir jetzt so langsam? Habe ich hier drauf? Ja. Hallo. Übrigens, Hallo. ich höre nichts. Also, Ja, stimmt, der das Floco liegt hört nichts. wegen dem. Ich habe eine gute Idee, Floco. Wir machen hier einfach, wo war das? Einstellungen, glaube ich. Anzeige. Untertitel? Dialoguntertitel und sonstige Untertitel. Jetzt kannst du nämlich auch lesen, was die Leute sagen. Das ist zwar nicht so gut, wie sie, wenn du es hörst, aber ja. Das sollte auch gehen. Gut, ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf F5, weil dann passiert gar nichts. Und wenn ich auf Alt drücke, Wo auch nichts. funktioniert die Ego-Perspektive nicht? Und so kann ich laufen. Und wenn ich jetzt noch auf die Steuerung gehe und sage springen, sprinten ist auf Alt, genau. Schrei macht ist auf Y, nein ist auf F. Oh ja, F sind F ist war irgendwas anderes, aber egal. Rennen ist auf immer rennen aus ist doch eher auf okay. Rennen ist auf Sir gewesen. Ja. Und jetzt müsste ich doch, wenn ich auf F. Ah ja, ich muss auf FN F5 drücken. Das war's. Genau, perfekt. So, das ist glaube ich Schlange, Schlange, Fisch. Wenn das ein Fisch ist, ist das ein Fisch? Au! Oh, die Ego-Perspektive geht! Und da blitzt's. Oh, jetzt. Okay.
Ich glaube, wir einigen uns einfach darauf, dass wir nicht mit Ego-Perspektive stehen. Also Schlange, Schlange und das andere Tier halt. Was auch immer das ist. Das da hier. Aber das gehört nicht hierhin, sondern das gehört dahin. Damit wir hier nicht von Pfeilen... Was ist das für ein Schlange! Okay. Das ist ein Rätsel. Ein sehr mysteriöses Rätsel. Ich schaue nur noch, ob es da oben was gibt. Ja, da oben gibt es tatsächlich etwas. Einen Trank. Der kleinen Heilung sogar noch. Das ist ja wirklich großartig. Und ich glaube, ich rüste wieder meinen Bogen aus, weil ich habe einfach in letzter Zeit so... Ich finde Bogen toll. Bögen toll. Nicht Bogen. So, jetzt können wir nämlich ohne Probleme hier das machen und werden nicht von den ganzen Dingern abgeschossen, die einen sonst abschießen. Geht die Ego-Perspektive? Natürlich geht sie nicht. Warum wird das eigentlich so weiß? Ich begreife es irgendwie nicht. Na gut, für die Zukunft spielen wir halt auf. Nicht mehr den ganz sehr hohen Grafikeinstellungen, vielleicht wenn er die Ego-Perspektive nicht mag. Oder, wisst ihr was, schreibt mir einfach in die Bewertungen, also in die Kommentare, ob ihr lieber Ego-Perspektive oder halt keine Ego-Perspektive habt. Und, ja, das ist leer. Da ist ein Diebesbuch. Ich nehme es einfach mal mit. Ego-Perspektive oder nicht, damit wir dann... Ich gehe jetzt noch mit der Lautstärke ein bisschen runter, weil ich habe in letzter Zeit irgendwie gerade so voll... Ist natürlich nicht da. Ist natürlich da. Gesamtlautstärke etwas weniger. So soll es gehen, dass man mich besser hört, weil ich irgendwie gerade Angst hatte, dass man mich vielleicht gar nicht hört. Ich habe ja jetzt schon sehr lange keine Let's Plays mehr genommen und ich hoffe, dass das die längste Pause war, die ich je machen musste. So, da kommen jetzt gleich so irgendwelche Viecher rauf. Boah, es ist ja urscheiße, ohne Ego-Perspektive mit Bogen zu. Ich glaube, die Stelle habe ich mal gesehen, irgendwo. Ja, bei meinem Let's Play höchstwahrscheinlich. Ah, nein, jetzt hat er mich erwischt. Da. So. Warum steht da gerade eben Archery? Warum steht da gerade eben Archery? Mist. Gell, Bogen ist doch voll die Nahkampfwaffe. Ja, sicher. Ich kämpfe immer mit dem Bogen im Nahkampf. Wo ist denn das Viech? Irgendwie habe ich es gerade nicht so. Hallo? Warum treffe ich den nicht? Hallo? Jetzt? Alter. Alter Mann. Jetzt kommt der andere daher. Willst du? Ja, jetzt rennst du davon, oder was? Ach, scheiß, nicht Ego-Perspektive. Ehrlich mal. Du kannst froh sein, dass die Gegner nicht mitleveln, sonst wärst du jetzt echt im Arsch. Ich kann froh sein, dass die Gegner dabei so schwach sind. So. Eben. Hallo? Der hat ihn aber voll getroffen. Na gut, dann jetzt wenigstens der. Das war ja echt gerade eben das allerletzte. Ego-Perspektive. Also. Da liegen Pfeile am Boden. Siehst du, die liegen jetzt alle am Boden, nur weil ich keine Ego-Perspektive hatte. Geht viel besser mit Ego-Perspektive, gell? Geht es wieder? Hoffentlich. Ich hoffe, dass sie bleibt. Sonst werde ich hier vermutlich das erste Mal in dem Ödstürz Hügelgrab versagen. Da steckt noch ein Pfeil. Wie? Ja, ich habe eigentlich keine Lust hier zu versagen. Nutzen sich die Pfeile eigentlich ab? Ja, teilweise kann man sie dann immer einsammeln. Und wenn man kann sie auch nicht immer aus den Gegnern rausholen. Gib mir meinen Pfeil. Und ein bisschen Gold. Ich frage mich, wo er das Gold her hat. Vielleicht hat das ja aus einem rausgefressen. Oh nein, oder. Doch, geht. Was war das gerade eben? Vielleicht ist das das Licht oder so. Warte, wenn ich so seitlich gehe. Und jetzt? Okay. Ich glaube, ich spiele wieder so weiter. So. Vielleicht wäre auch ein anderer guter Grund, warum du die andere Grafik nehmen solltest, weil du stehst gerade auf um die 14, nein, mehr, 17 Frames per Second. Frames, ja, das ist nicht wirklich. Ich glaube, ich setze mich jetzt mal hin. Dann können wir das in Ruhe ausdiskutieren, oder? Ja. Ja, das ist wirklich toll. Ja, ich glaube, in Zukunft spielen wir dann. Kann man das hier auch umstellen? Einstellungen, Anzeige. Helligkeit, HUD-Transparenz, Sichtweite Personen, Sichtweite Gegenstände, Sichtweite Objekte, Sichtweite Gräser, Sichtweite Lichter. Vielleicht sind die Lichter so. Vielleicht jetzt.
Einfach mal so zum Raten. Okay, nein, hat nichts gebracht. Okay. Gut. Stellen wir es wieder auf voll. Okay, ja, ich fürchte. Da muss ich eine Lösung für das Problem. Da gibt es keine Lösung für das Problem. So, weiter geht's.